oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App, der App Velociraptor, Speed Limits and Speedometer. Die technischen Daten, 3,5 MB groß. Aktuelle Versionsnummer 1.6.19, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher, grundsätzlich gratis, In-App-Käufe 99 Cent bis 20,99 € pro Artikel. Und bei 2666 Gesamtbewertung, eine Durchschnitt-Sternebewertung von 3,6 von 5 Sternen. Bevor ich sage, worum es bei der App geht, muss ich sagen, sie ist sehr nützlich, wenn sie noch besser funktionieren würde. Das ist das Fazit und jetzt kommen wir, was die App macht. Velociraptor oder Velociraptor ist ein Floating Speed Limit Monitor und Speedometer Companion for any map or navigation app. Also ihr startet die App, ihr sagt, ihr wollt Geschwindigkeitsinfos haben von OpenStreetMap, weil das ist nämlich gratis. Ihr könnt auch monatlich zahlen, das sind dann die Daten von TomTom und hier oder hier Maps beziehungsweise Sujik. Und dann könnt ihr sagen, zeig mir das die Info über die Geschwindigkeit an, zum Beispiel, wenn ich mit Google Maps navigiere, weil Google Maps zeigt dir inzwischen an, wie schnell ihr fahrt, das ja, aber zeigt dir nicht an, was die maximale Höchstgeschwindigkeit ist. Ja, wie zum Beispiel hier Maps es macht, oder TomTom weiß ich gar nicht, aber hier Maps auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Google Maps zeigt das nicht an. Kann man sich einblenden lassen. Deswegen sehr nützlich. Das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel in einen Ort reinfahrt oder ihr fahrt auf der Landstraße als Beispiel und da erkennt es dann auch so, hier 70 maximale Geschwindigkeit. Ihr fahrt in einen Ort rein, wo dann 50 herrscht, dann dauert es aber meistens bis zur Ausfahrt aus dem Ort, dass es anzeigt 50 und dann kommt halt wieder Landstraße und dann sind wir wieder bei 70 und also es braucht unglaublich lange, um die neueren Daten zu haben. Und das ist wirklich, wirklich schade, finde ich. Ansonsten ist das eine ganz tolle Sache, meiner Meinung nach. Velociraptor. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.